Laura Maria Rüpper, Tränen im Netz nach bitterböser Kritik um ihr Baby. Laura Maria Rüpper ist hochschwanger mit Baby Nummer 2 und hat mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. Doch nicht nur jene machen ihr Sorgen, sondern auch die bitterböse Kritik, die sie im Netz bekommt. Laura Maria Rüpper, große Angst vor einer Frühgeburt. Eigentlich sollte Laura Maria Rüpper, 28, überglücklich sein, denn sie ist mit dem zweiten gemeinsamen Kind mit Pietro Lombardi, 32, hochschwanger. Ihr erster Sohn Liano, 1, bekommt also schon bald ein weiteres Geschwisterchen neben Halbbruder Alessio, 9, und Halbschwester Solea, 2. Doch leider kann Laura ihre Schwangerschaft nicht wirklich genießen. Denn sie hat mit schwerwiegenden medizinischen Problemen zu kämpfen, wie unter anderem starken Unterbauchschmerzen und Fieber. Immer mehr steigt bei der Influencerin die Angst vor einer Frühgeburt. Jene Sorge rührt nicht von irgendwoher. Denn auch während ihrer Schwangerschaft mit Liano musste sie Begleiterscheinungen wie Übelkeit, Erbrechen und Nierenstau durchstehen. Am Ende kam ihr Sohn bereits 6 Wochen zu früh auf die Welt. Laura Maria Rüpper, sie kann die Tränen nicht mehr zurückhalten. Bei ihrem zweiten Kind wünscht sich Laura Maria Rüpper so sehr, dass es nicht zu früh das Licht der Welt erblickt. Damit die Wahrscheinlichkeit gering gehalten wird, muss die Verlobte von Pietro Lombardi strenge Bettruhe halten. Der Langeweile zu Schulden verbringt die Beauty deshalb derzeit viel Zeit auf Social Media, was ihr nicht sonderlich gut tut. Denn dort muss sie sich einige kritische Worte anhören, wie sie kürzlich in ihrer Instagram-Story erklärte. Dadurch, dass ich Bettruhe habe, bin ich am Handy und lese mir, leider Gottes, so viele dumme Sachen durch. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, was manche Leute schreiben. Unter anderem schrieben User, das will sie doch, dass auch er früher kommt oder bei solchen möchte gern Stars ist immer alles extrem hochdramatisch. Nun ja, lässt sich besser vermarkten. Mit Tränen in den Augen wandte sich Laura aufgelöst an ihre Follower. Ich habe ein Kleinkind zu Hause, ich mache den Haushalt. Wenn man sich Hilfe holt, ist es auch wieder falsch. Zeigt man nur die heile schöne Welt, ist es fake. Zeigt man mal, wie es wirklich ist, braucht man Aufmerksamkeit. Allen es recht machen, kann die Brünette es derzeit nicht. Das muss sie jedoch auch gar nicht, denn wichtig ist, dass sie das tut, was für sie und ihr ungeborenes Baby am besten ist. Und außerdem hat sie die Unterstützung der Person, auf die es wirklich ankommt, ihr Herzblatt Pietro. Dieser verfasste auf dem Weg nach Hause vom Vater-Sohn-Urlaub mit Alessio eine Liebeserklärung an seine Liebste. Auch wenn ich nichts mehr habe, ich werde immer für euch sorgen und wenn ich 10 Jobs mache, kann mir ein Leben ohne euch niemals vorstellen. Verwendete Quellen, Instagram.